Ja, mein Name ist Lars Dillinger von der Dillinger GmbH aus Prüsnig, Heizung, Lüftung, Sanitär und Klimatechnik. Wir als Mittelständler haben uns heute hier spontan versammelt von der Saale-Oller-Kreisregion, um einfach aufzustehen, als Mittelstand ein Zeichen zu setzen und gegen diese festgefahrene Einbahnstraßenpolitik, welche mehr als schief geht, was wir jeden Tag mitkriegen, einfach mal ein Zeichen zu setzen, um laut zu werden, um zu sagen, hey, uns gibt's hier noch, auf die müsst ihr hören, die müsst ihr fragen. Es kann nicht sein, dass energietechnisch das Licht hier ausgeht und alle spielen immer im, ja, ich sag mal, in so einem falschen Film weiter. Wir wollen einfach sagen, hey, uns gibt's noch, auf uns müsst ihr hören und diese Politik muss sich ändern, ganz schnell. Für unsere Angestellten, für uns alle. Danke. Mein Name ist Stefan Komolle, ich bin Geschäftsführer der Laremo Unternehmensgruppe. Ich bin verantwortlich für rund 100 Mitarbeiter. Die aktuelle Lage in der Nation bereitet mir zunehmend schlaflose Nächte. Ich bin heute hier, damit ich ein Zeichen setzen kann im Sinne unserer Mitarbeiter, dass etwas passieren muss. Ich bin ausdrücklich nicht hier, um mich irgendeiner politischen Bewegung anzuschließen, sondern einfach nur zu zeigen, hey, hier läuft was nicht richtig, wir müssen einen Konsens finden, wir müssen überlegen, wie wir durch die wirklich schwierige Zeit kommen. Und es kann nicht nur auf den Schultern der Unternehmern und Unternehmerinnen abgebildet werden. Also ich bin von der Firma Lessig und ich bin deswegen heute hier und schon mehrere Tage, weil es einfach nicht so weitergehen kann, dass wir alle so runtergedrückt werden finanziell. Das, was wir uns erarbeitet haben, unseren ganzen Jahre, weil wir gedacht haben, wir wollen in der Rente was haben, geht jetzt fast zur Neige. Und da können wir nicht zusehen, dass es zur Neige geht. Und darum bitte ich alle und rufe alle auf, alle mitmachen. Ja, hallo. Kunstspieler Gerhard aus Knau. Und ich bin entschieden dagegen, dass dieses Land von unseren Steuergeldern ohne Not vor die Wand gefahren wird und die Gesellschaft zerschlagen wird. Und so geht es einfach nicht weiter. Und an die Handwerker, die ihr Gesicht zeigen, das ist Wahnsinn, was hier passiert ist, wie viele Menschen heute auf der Straße sind. Dankeschön, Prüsnig! Ich stehe hier heute als Unternehmerstochter und alleinerziehende Mutter. Auch wir in unserem Familienbetrieb bestehen seit über 25 Jahren mit 25 Mitarbeitern und haben zu kämpfen. Eine Verdreifachung des Gaspreises gab es bereits in den letzten Wochen. Im Moment steht eine Versechsfachung im Raum. Dabei ist die Gasumlage noch gar nicht berücksichtigt. Und da stelle ich mir doch die Frage, wie sollen wir dann noch kostendeckend produzieren? Das ist gar nicht möglich. Viele Unternehmer haben bereits jetzt es schon nicht geschafft und müssen Insolvenz anmelden bzw. die Produktion vorerst einstellen. Infolge der Energiepreiserhöhung oder schlichtweg einfach, weil es kein Material mehr gibt. Ich alleine kenne mindestens 20 Unternehmen im Saale-Orla-Kreis, die nur wenige Monate, wenn nicht sogar Wochen vor der Insolvenz bzw. vor der Schließung stehen. Nicht nur wegen erhöhter Energiepreise, sondern auch vor allem wegen Lieferengpässen. Wir brauchen unsere Handwerker und unser Mittelstand. Seit Jahren haben wir schon mit Fachkräftemangel zu kämpfen und fast jeder von uns weiß, wie schwer es ist, überhaupt einen Handwerker zu bekommen. Wie viele Arbeitnehmer hängen an diesen Unternehmen, wie viele Familien? Und was macht das mit den Lieferketten? Nein, Milch kommt nicht aus dem Tetrapack und Bier schmeckt auch nicht ohne Kohlensäure, habe ich mir sagen lassen, ich weiß es nicht. Spaß beiseite, Kohlensäure ist ein extrem wichtiges Gas bei der Lebensmittelherstellung. Viele Produktionsprozesse sind ohne diese kaum oder gar nicht möglich. Ohne Material keine Häuser, keine Instandhaltung. Ohne Kraftstoff und AdBlue kein Güterverkehr, Supermarktregale bleiben leer, Baufahrzeuge und Busse stehen still. Das alles ist aber nur die Spitze des Eisberges. Auf uns rollt ein wirtschaftlicher Tsunami zu. Erst die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wie katastrophal die momentane Situation überhaupt ist und die ganze Tragweite sichtbar machen. Und nein, an dieser Situation haben nicht die Russen Schuld. Dies ist das Ergebnis einer jahrelang völlig verkorksten Energiepolitik.
Aktion gegen Russland. Keine Waffenlieferung mehr in die Ukraine. Öffnet von Nord Stream 2 sofort. Und ein Stopp dieser völlig sinnlosen Energiepolitik. Von den Rücktritten fange ich jetzt erst gar nicht an. Den da oben ist nicht im geringsten bewusst, dass es nicht 5 vor, sondern bereits 5 nach 12 ist. Stattdessen erklären sie uns, wie wir zu heizen und uns zu waschen haben und wie wir 2200 Liter Wasser im Jahr sparen können, wenn wir uns beim Duschen in der Dusche erleichtern. Das ist kein Scherz, das kam beim SWR. Das gleiche gilt übrigens für Menschen, deren Hintern immer noch auf dem Sofa hockt. Und gerne die Menschen verunglimpfen, die auf die Straße gehen aus Angst um ihre Zukunft und ihre Existenz. Sie als Nazis, Schwurbler oder Querdenker bezeichnen. Oder gleich das alles direkt zusammen. Sicher ist ja sicher. Wo ist denn die angebliche Demokratie, von der immer geredet wird? Wenn niemand mehr offen seine Meinung sagen darf, ohne Angst haben muss, diffamiert zu werden. Deswegen, es ist mir völlig egal, ob oder was du wählst. Es ist mir egal, wen du liebst, wo du herkommst oder ob du genderst oder einmal im Jahr dein Geschlecht wechselst. Es geht um unsere aller Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Und es ist Zeit, dafür aufzustehen, zu kämpfen und Gesicht zu zeigen. Ich bin der Lars Dillinger. Erstmal, ich habe keine Rede vorbereitet, Nadine, das hast du mir nicht erzählt. Ich mal stellvertretend für den Mittelstand im Saale-Orla-Kreis ein Zeichen setzen, euch unterstützen in der Form, was wir heute hier fabriziert haben. Erstmal. Erstmal danke an alle Handwerker, die ja, per Telefon hier in 2 Tagen eine Menge organisieren konnten. Das Handwerk ist flexibel, das haben wir heute wieder gesehen. Genauso flexibel wären wir auch gerne in dieser Politik, was hier zurzeit betrieben wird. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Das ist kein Reißverschluss mehr, das ist mehr ein Gegeneinander. Ein Reißverschluss, der von unten aufplatzt und langsam auseinander geht. Deswegen bitte ich euch alle inständig, haltet zusammen, unterstützt euch für unsere Kinder. Mehr brauche ich nicht sagen. Nadine hat in der Rede schon alles gesagt. Das wird ja nur eine Wiederholung werden. Danke und wir unterstützen euch gerne weiter.